Schlawiner, was geht? Ich bin nur Mann und wir tun heute, was wir, wo er, ich zeige euch, wie ihr Leuten YouTube zum Erfolg kommt, wie ihr gute Videos produzieren könnt und so weiter. Und Bipapo und so weiter. Jetzt, ihr geht auf YouTube. Erstmal guckt ihr nach irgendwas, zum Beispiel Marvel Mark Gaming, dann komme ich hier zuerst. Oh nein, das habe ich außerdem vergessen rauszunehmen. Hier, Marvel springt. Bestes Video, das nehme ich aber nachher raus. Und zwar hier. Hier findet ihr so gut wie nix. Hier. Also hier findet ihr nur meins als erstes, weil es gibt niemanden anders auf der Welt, der sowas hat. Pauls Welt oder so halt. Da kommt jetzt hier. Du hast Paul. Und du machst jetzt hier Blogs zum Beispiel. Pauls Welt halt. Dann wirst du hier als erstes gefunden, weil es gibt niemanden mit dem Kanal Paul Welt oder so. Dann hast du es geschafft. Du gehst auf seinen Kanal. Ah, du musst dir erstmal gucken, dass du die nötige Bestreitung hast. Zum Beispiel als erstes würde ich empfehlen, erst ab 5 Abonnenten oder so gucken, dass ich schreibe. Aber ich will gucken, für euch alles zu tun, was ich kann. Es würde mich freuen, wenn wir zu 100 Abos kommen. Ah, guck mal, bei mir ging es jetzt schnell, mein Zeug hier. Ich habe in 5 Tagen oder 7 Tagen, glaube ich, habe ich jetzt 5 Abonnenten geschafft. Ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen. So, jetzt, ihr habt die nötige Beschreibung. Ihr geht erstmal weg. Ihr braucht ein Profilbild. Ich habe es zum Beispiel hier auf Canva oder Canvi oder keine Ahnung was. Hier kannst du jetzt einen Instagram-Beitrag zum Beispiel machen. Kann ich jetzt hier was reinfügen. Zum Beispiel das da. Wow. Und dann mache ich boom. Fertig. Jetzt hier. Ich glaube, das kann ich auch als Profilbild dann benutzen bei YouTube. Hier. Das da ist jetzt mein YouTube-Banner. Hier könnt ihr es auch einstellen. Warte, ich glaube, ihr müsst da einfach nur. Wo habe ich das gefunden? Ich weiß es gerade nicht. Ihr müsst mal gucken dann. Aber ich glaube, es würde auch einfach nur hier so ein Banner tun. Oder so. Jetzt. Ihr habt es geschafft. Oder, falls ihr das zu schwer findet, geht auf. Geht in Google. Jetzt sagen wir mal hier einfach Profil. Was zum Henker? Okay, dann gehen wir einfach jetzt mal hier auf. Was gibt man ein? Hier, na klar. Profilbilder. Profilbilder für YouTube. Profilbilder für YouTube. Hier, jetzt gehe ich auf Bilder. Jetzt finde ich zum Beispiel hier das hier. Ich glaube, das ist Crafting Pad oder so. Oder hier ist es da. Aber das, ich würde euch nicht empfehlen, einfach von einem YouTuber, der schon hat, der schon riesig groß ist, zum Beispiel GLP hier. Ich glaube, da 3 Millionen Abonnenten oder 2. Das Profilbild zu nehmen. Ich würde einfach von kleinen 100 Abonnenten ist okay, weil er ist ja selber schuld, wenn er das ins Internet stellt. Dann kannst du hier einfach machen und boom, kannst du ausschneiden. Oder ich würde euch raten, am besten nehmt ihr einfach zum Beispiel so ein Profilbild. Oder ein Banner einfach. Schreibt Profilbild, Banner oder so. Das hier zum Beispiel. Das hat jetzt, glaube ich, niemand, nicht so viele. So, dann gehen wir jetzt auf Canva. Da waren wir ja schon. Zuerst braucht ihr ein Aufnahmeprogramm dann. Ihr habt ja schon von euch das Profil und so weiter. Jetzt geht ihr auf Aufnahmeprogramm, macht ein Video. Jetzt, hier, könnt ihr eure Werbung einstellen und so weiter. Ich würde euch das hier empfehlen für Gaming-Videos. Aber es können auch normale Videos, glaube ich, sein.
und so weiter. Jetzt, ich gehe jetzt hier zum Beispiel auf Werbeinhalt. Habe ich das hier. Ich kann es teilen und wer das herunterlädt, dann bekomme ich immer ein bisschen Geld. Ich habe jetzt hier für euch was vorbereitet. Ich gehe hier, ich nehme zuerst ein Video hier auf an der Seite. Gehe auf das Startsymbol und dann geht's los. Und ich kann es wieder hier stoppen und so weiter. Jetzt hier, ich habe ein Video. Mach das da, ein Bild und so weiter. So, hier. So, jetzt. Gut. Jetzt guckt ihr, dass ihr speichert. Lalala, okay, gespeichert anscheinend jetzt. Ich mach's aber nicht wirklich. Jetzt guckt ihr, dass ihr das Video dann nimmt. Und dann noch vielleicht, wie ich jetzt zum Beispiel, irgendein Intro davor packt. Zum Beispiel jetzt das da. Ich habe es jetzt nicht richtig reingepackt, aber ihr müsst dann immer zuerst reinpacken. Also zuerst mache ich das Intro rein. Ich mache zuerst das Intro rein. Dann mache ich das Video rein und dann mache ich das Outro rein. Das ist ganz wichtig. Hier oben links könnt ihr die Lautstärke anpassen. Ich mache immer auf sehr hoch, weil ich habe eine sehr leise Stimme. So, jetzt ihr geht auf Speichern. Boom. Och man, ich mag das nicht. Ja, jetzt geht ihr nicht auf Teilen. Ihr geht hier drauf. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Ding, ihr könnt es auch umbenennen. Falls ihr jetzt schon vorarbeitet und keinen Bock habt, zum Beispiel morgen YouTube-Videos zu machen oder so. Jetzt, ihr habt es geschafft. Ihr Intro könnt ihr jetzt hier erstellen. Auf das hier ist jetzt zum Beispiel hier, keine Ahnung was. Ich habe hier schon eins erstellt. Zum Beispiel hier, ich habe jetzt hier einen Song ausgewählt. Musik. Habe ich auf Intro geklickt und habe dann einfach mal Adventure genommen. Dann habe ich hier einen Text eingegeben. Habe einen Sticker hinzugefügt. Oh, jetzt sieht es so aus. Moment, jetzt so. So. Ich finde es eigentlich sehr schön. Und am Schluss kommt nochmal hier so Feuer um das Ding. Das habe ich eingestellt. Das kann man hier bei Sticker, kann ich es einfach so machen. Dann kann ich das verschieben. Zum Beispiel mache ich jetzt hier rum. So. Jetzt habe ich mein Intro. Gehe ich oben auf Fertig machen. Und kann es dann in meinem Video zusammenfügen. So, jetzt, yes, wir haben das Video. Jetzt gehen wir auf YouTube. Aber ich würde euch, wenn, aber ihr müsst die PC-Version nehmen. Dafür, dann geht ihr auf Creator Studio. Ja, ich habe außerdem das da schon gemacht. Das da, das habe ich vorhin schon gemacht. Änderung, ich würde es eigentlich wegmachen jetzt. Das mache ich einfach mal nach dem Video. So. Jetzt geht ihr auf Creator Studio. Jetzt seht ihr, hier habt ihr jetzt anscheinend noch keine. Und so weiter. Dann geht ihr erstmal auf Video hochladen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann geht ihr auf Dateien und Upload auswählen. Nehmt das Video. Könnt zum Beispiel schreiben, jetzt stinken macht Spaß. Beschreibung lecken ist lecker. Lecker, wenn man Eis hat. Das ist jetzt dumm. Oder ihr könnt ihr einfach schreiben, ich zeig euch meine Stinkesocken. Ich zeig euch meine stinkenden Socken. Zum Beispiel. Das Text könnt ihr jetzt stinken. Boom. Stinke. Okay, stinken ist ein bisschen überstreben, finde ich. Stinke Socken. Geht das als... Na, nee, okay. So, jetzt, ihr habt hier alles, was ihr euch braucht. Jetzt geht hier drauf. Jetzt zum Beispiel bei mir wäre es jetzt hier, es wäre kein Gaming.
Es wäre eigentlich Unterhaltung oder ja, oder so. Jetzt kann ich auf Veröffentlichen klicken. Ich glaube, jetzt ist es veröffentlicht. Jetzt gehe ich auf YouTube Studio Beta. So. Jetzt mache ich, jetzt gehe ich auf Stink macht Spaß. Gehe ich drauf und kann es bearbeiten. Ich kann ein Thumbnail hinzufügen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal hier. Ich gehe auf Dateien. Nehme dann dieses Foto hier. So, jetzt habe ich das da als Ding. Ich verlasse die Website. Suche mir unten einen bestimmten Punkt aus, wann es kommen soll. Ab jetzt hier. Jetzt wird oben dann jetzt zum Beispiel hier, ich gehe jetzt auf Abstimmung. Stink ich? Ja. Ja. Okay, Infokarte erstellen. Dann würdet ihr zum Beispiel dieses Video hier sehen und dann würdet ihr nach oben jetzt so eine Ding, so eine Infokarte bekommen, wo dann die Abstimmung drauf ist. Es geht aber auch abspannen. So, dann geht es jetzt auf Elemente hinzufügen. So, jetzt mache ich jetzt zum Schluss zum Beispiel hier, weiß nicht mehr, was ich hier gemacht habe. Irgendwie, warte, ich muss schon gucken, wo war das? Ja, das kann ich hier einfach so machen. Mach hier mein Kanalbild hin und fertig. Boom. Abs oder mache ich noch hier ein Video und eine Playlist hin. Element auswählen, ich reagiere auf die Teile oder so. Boom. Jetzt habe ich hier, gehe ich auf Speichern. Kann noch sehr viel mehr verbessern und so weiter. Und jetzt ist es, gehe ich auf Änderung speichern und habe mein Video. Und dann habt ihr es eigentlich schon geschafft. Damit habt ihr dann euer erstes Video. Es ist dann sehr, also es wurde nur eine Kurzbeschreibung. Ihr könnt es natürlich noch besser machen. Wenn ihr sehen wollt, dass ich euch noch ausführlicher das erkläre und so weiter. Oder falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt einen Kommentar und lasst ein Like da. Ciao, meine kleinen Schlawiner.